Das große Finale der Sega-Serie 2024 steht an. Es zählen Kraft, Ausdauer und Durchhaltevermögen, um auch die letzte Herausforderung zu meistern. Heute war es schon echt anstrengend. Man merkt natürlich auch, wie der Herbst kommt, dass halt überall ein bisschen mehr rumliegt und wird nicht einfacher. Der dritte Lauf bedeutet mehr Runden, mehr Kilometer. Die Anstrengung ist deutlich zu spüren. Dazu kommt das Wetter im Hermsdorfer Forst. Viel Laub, feuchte Wege und kalte Temperaturen. Aber die Läuferinnen und Läufer sind nicht allein. Motivation gibt es durch die zahlreichen, teilweise prominenten Zuschauer. Die sind so gut gelaufen, da war so gute Stimmung, da waren noch viele andere Zuschauer dabei und Leute, die haben Bilder aufgenommen und so weiter. Neben Topläuferinnen wie Christina Gerdes und Lisa Hahner ist nun auch Debbie Schöneborn am Start. Die Olympionikin ist ein großer Fan der Serie. Es ist auch cool, dass man sich so viele verschiedene Strecken aussuchen kann, weil dann ist auch wirklich für jeden was dabei. Und wer nicht selber läuft, der gibt irgendwie die Würstchen oder die Medaillen aus oder macht die Siegerehrung. Ja, dann ist die Lauffamilie klein und es ist ein schönes Event, sich dann einfach zu treffen. Teil dieser Familie sind auch alle fleißigen Helferinnen und Helfer, die nicht vergessen werden dürfen. Einer von ihnen ist der erfolgreiche 400-Meter-Läufer Marc Koch. Ohne die Volunteers findet diese Veranstaltung ja nicht statt. Also die Leute oder der Lauf muss organisiert werden und ohne die Volunteers funktioniert das ja nicht. Im Ziel dann werden alle für ihr Durchhaltevermögen belohnt. 3 Etappen, 3 harte Läufe und jetzt das packende Finale. Auch 2024 hat die Sega-Serie seine Läuferinnen und Läufer an ihre Grenzen gebracht. Die Vorfreude fürs nächste Jahr daher schon riesig.